Hi Leute und willkommen zurück zu Greedfall. Im letzten Part gab es hier bei Konstantin seinem Haus, Anwesen, Gouverneursanwesen, einen Aufstand von Kurt und seinen Leuten. Und ja, jetzt sind seine Leute tot und er auch. Oh, ihr habt da sogar vergessen zu looten. Es ist ja peinlich. Gleich mal mitnehmen. Wir haben jetzt hier einmal die auf, was war das? Genau, wir sollen noch die Ratsvorsteher holen. Und nur so für den Fall der Fälle hatte ich unseren Nautiker Freund einmal hier das einzigartige Krummsäbel gegeben, weil seine Waffe viel, viel schlechter war. Und die vierläufige Pistole, weil auch seine Pistole viel schlechter war. Also der kann ja so richtig hart Damage machen für den Fall der Fälle, dass hier noch mehr Spannung und Action auf uns wartet. Ja, wartet. A bit of poison on my blade. Then let's go! Watch out! Grenade! Ja, guck mal, der macht gut Damage. Voll rein. Ja, guck mal, wie viel Damage der macht damit. Alter. Habe ich gut ausgerüstet, muss ich mir selber loben. Ja, sie kommt leider im Haus nicht wirklich zum Schießen oder dazu mit ihrer Bombe rumzuschmeißen. Nochmal Rüstung. Ist jetzt hier Paddy oder was? Genau, das eine war allerdings mit Schlossknacker. Da muss ich später mal gucken. So, weiter. Na, auf du. A bit of poison on my blade. Then let's go! Wieso? So, jetzt muss er Schaden machen, wenn er trifft. Your armor will no longer protect you. Ja, mach ihn weg. Ein Schlag noch. Los. Vasco, du schaffst das. Yes. Lord Minister. Oh, friendly faces finally. What a relief. I was in this room when I heard sounds of battle. Fearing for my life, I hid myself in here. But what is going on? What madness has befallen the palace? It is a coup d'etat. The coin guard wants to take control of the island by assassinating all its governors. The guard is everywhere. They could succeed. We will do everything in our power to thwart them. Come now. We'll take you somewhere safe. I'll follow you. Okay. Der andere ist da drin. Ich kann nicht mehr sprinten, weil ich fett gelootet bin. Kann ich verstehen. Palastdienstputten. Okay.
Hä? Achso, das sieht nur so komisch aus. Weg. Weg, Bande. Wirklich nicht mehr spenden. Nein. Und rollen auch nicht mehr. Okay. Bit of poison on my blade. Then let's go. Watch out! Grenade! Let's see if you can ward off this feint. Ready to shoot! Fire! Ja. Den hab ich schon. Ich kann da wirklich gleich nicht mehr, gar nichts mehr, ne? Und? Warte. Ich bin schon bei 423. Ordnungssäbel können wir nicht benutzen, weil Beweglichkeit. Verzierte Präzisionspistole können wir nicht bewegen, weil Genauigkeit. Kyros, haben wir schon der Ausschlossknacker? War, was sind das alles für fiese Banditen? Lord de Corsillon. Desane, you've come at a serendipitous moment. I thought my hour had come. What's happening? A coup d'etat, Professor. The Coin Guard tried to assassinate my cousin and is plotting the same actions against the other governors. So, they have finally done it. Such proximity to power is a terrible temptation. It was only a question of time before they succumbed. We should have paid more attention to your lessons. We might have been able to avoid all this. Follow me. I'm taking you somewhere safe. I'm coming. Bitt. Hallo? Ich verstehe das immer nicht, wenn sie nur... Ich muss schauen. Doch, das sind die gleichen. I'm coming. Das sind die gleichen Räume, die der andere auch hatte. Okay. Aha. Zu fett, ich komme nirgendwo mehr hoch. Büroschlüssel. Okay. Hier müsste so eine...
wobei der anderen Dings war hier so ein Zellenboden. Hopp. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie verbuggen kann und irgendwie bleibt einer stehen und dann schlägt die Quest fehl oder irgendwie so. Halt, stopp, alle wieder zurück. Ich komme hier nicht durch. Los. Oh, das geprügelt. Wenigstens haben sie sauber gemacht. Ich hab doch... Ach nee, das war sein Dings-Schlüssel, ne? Das war kein Zellenschlüssel, das war sein persönlicher Schlüssel für irgendeinen Raum. Ich will laufen. Weißt, im Kampf darf ich noch laufen und rollen, aber so nicht. You will be safe here. Thank you, my friend. I will never forget what you've done for me. You are safe here. Oh, you have my eternal gratitude, Excellency. We owe you our lives. Geld? Erfahrung? Vielleicht? Ne. Hab ich mir gedacht. So. Kann das Spiel auch nicht austricksen. Gibt es hier... Nö, nö. Hier gibt es keinen Spezialausgang. Also ihr könnt... Okay, jetzt die andere Frau retten, die jetzt über die Ruinen erzählt hat. Nachdem wir ein paar Sachen gelagert haben. Ja, jetzt kommen wir wieder. Jetzt Party.
sie war hier die Straße hoch und dann links irgendwo gleich. Bit of poison on my blade. Then let's go! So, möchtest du? Watch out! Grenade! Come on! Let's see what you're capable of! Come on, let's see what Come you're on. Capable I'll of. Teach you how to dance. Come on, you chicken. Come on. Let's see what you're capable of. What the fuck? Wie stark sind die? Bit of poison on my blade. Then let's go. Watch out! Grenade! Let's see if you can ward off this fate. Your armor will no longer protect you. Die war mal richtig tanky. Guck mal da. Upgrade. Und ich habe auch mal ein paar andere Stiefel. Es ist ja der Wahnsinn. Lady Morange, make ready to depart. We cannot remain here. But what is going on? The Coin Guard has decided to take control of the Isle. They plan to overthrow the governors. They were set on assassinating Constantine and his entire entourage. The idiots! You are in danger. Do you know a safe place we could take you? Don't worry about me. I have friends here. They will hide me. Go! And do be careful. Betrüdiger sehen. Ach so. If I remember correctly, Torsten's quarters are in the right wing. Going in through the front door would be dangerous, and the noise of the battle could make him run away. You're not wrong. If we're to stop him, we had better be discreet. I believe that there's a passage leading to the barracks in the tavern. We could use it to our advantage. We could also climb up the left wing scaffolding. We'd reach the upper floor directly. Au. Da stand eben Todesurteil. Ja, ich gehe mal wieder da lang. Da sind auch welche. Die mögen mich nicht, ich glaube. Können wir runtergehen? Danke. Wo kommt die Kiste her?
bit of poison on my blade. Then let's go! Let's go. Grenade! Come on, if you dare! Come on, if you dare! Let's see if you can ward off this feint! Let's see what you're capable of! Show you what God's made of! Ready to shoot! Fire! Come on! I'll show you what God's made of! Geschoss. Ja, ich sollte vielleicht dich. A bit of poison on my blade. And let's go! You Watch will out! Regret never going against the guard. Come on, if you're dead. Let's see if you can ward off this fight! Come and fight! Okay, besiegt. Helm? Auch nicht schlecht. Noch besser. Irgendwo im oberen Stock. Last. What are you doing here? Who let you in? I demand an explanation. It seems that your men are a little distracted this evening, Lieutenant. It is understandable,
with all that's been going on. You are under arrest, as well as your commander. But what is this? Soldiers, ready weapons! A bit of poison on my blade. Then let's go! Watch out! Grenade! Er kann halt mehrere Schläge parallel fast. Ach, Schloss Knacker 2, ich krieg gleich einen Anfall. Gut, dass wir das zuerst gemacht haben, sonst wären wir uns vielleicht hier in den Rücken gefallen. No one. I hoped he'd be here. Nachricht von Lieutenant Olga. Wir haben deine Befehle gewissenhaft befolgt und meine Männer sind bereit einzugreifen und die Adligen im Schenkenviertel auszuschalten. Not over yet. We're bound to find some information regarding his plans in these papers. The traitor had a contingency plan. He must be boarding a ship to another city as we speak. Ach, komm. The Admiral certainly can't be aware of his plotting. She would never support him. I thought as much. She would have too much to lose. According to these papers, Torsten was counting on some other officers to lead the attack. We must stop them too. In that case, we must hurry. If we don't stop them now, they'll attack another city. And Hikmet cannot fall. Too many lives are depending on our research. To think that if I'd had my ship, I could have blocked the way out or chased him. Let's not waste any time. We'll try to catch them at the port. I'm glad I was not in Kurt's place. He became a traitor unwittingly. I should probably have taken more heed of him. He was my master and my friend, and I did not listen. What a waste. It's blocked. Okay. Hä? Habe ich was verpasst? Wir haben doch... No one is allowed to go downstairs tonight. I'm sorry. Come back another day. What if I paid you a supplement for your good services? Very well, you can come in. I hope I won't be in trouble. Ich kann ja jetzt hier keine Schwarzen schlagen, ne? Denn I regret, my lady, we are closed this evening. Come back another day. I'm not here to tempt my luck. Are you in charge? That's right. What do you want from me? From you? Nothing. We are here to arrest the commander's lieutenants. Is that right? Now this ought to be good.
And for what crime would that be? You know very well. For high treason. Oh, and you think that my men are just gonna let you, without so much as blinking an eye? Whether they move or not, it matters little. I must admit, you're not short of courage. Weapons! Was, jetzt wollte ich oben schon nicht den Schwarzen verprügeln, jetzt muss ich hier unten die schwarze Frau verprügeln. Wollt ihr mich verarschen? Poison on my blade. Then let's go! Watch out! Grenade! Ready to shoot! Fire! Let's see if you can ward off this fate! Okay, das ist nicht festnehmen, das ist einfach nur zu Brei hauen, aber es zählt. Next. I thought I heard some ruckus out here. Soldiers, ready weapons! We are under attack! Halt, stopp. A bit of poison on my blade. Then let's go! Watch out! Grenade! You will regret ever going against the guard. Erledigt. Stop. The person we were here for has been brought to submission. What did you want with Lieutenant Olga? To arrest her. She has made some unfortunate decisions. It is not recommended you do the same. Very well. We are dropping our weapons, soldiers. That dog's hide doesn't deserve our sacrifice. Es hat geklappt. Das habe ich mir vorher schon gedacht. Reicht das, wenn wir nur den umhauen und nicht die anderen mit? Und ja, das ging. Okay, und jetzt? Zum Hafen. Ja, dann machen wir das im nächsten Part, dass wir versuchen, den Hafen zu retten. Ciao, Leute.